Hallo, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und wie immer herzliche Grüße an euch alle aus Paraguay. Also nochmal vielen, vielen Dank an eure Fragen. Und ich habe wieder eine wichtige Frage herausgepickt, wo wirklich viele von euch danach gefragt haben. Und zwar, wie investiere ich 10.000 Euro? Und da drüben werden wir sprechen. Also bleibt dran, es wird sicherlich interessant sein, okay? Viele haben mich ja gefragt, Pitt, das ist alles schön und gut. Du sprichst immer von Immobilien, von Investieren. Aber ich habe ja das Geld gar nicht mal, um zu investieren. Klar, verstehe ich. Und wenn man sich auf YouTube das Thema ja anschaut, wie investiert man die 10.000 Euro, wird dir sicherlich kaum auf Immobilien stößen. Warum? Ganz klar. Als ich in Deutschland war, konnte man natürlich mit 10.000 Euro wenig anfangen. Also um eine Immobilie zu erwerben, bräuchte man sicherlich mindestens 10% als Eigenkapital. Also das sind gerade vielleicht die 10 bzw. 20.000 Euro als Eigenkapital. Und da kann man natürlich nicht von einer Investition sprechen. So, daher ist es wichtig, dass viele von, wovon sprechen die? Klar, Aktien, Anleihe, zuletzt glaube ich, habe ich auch gehört, ETF, also börsengehandelte Fonds und so weiter. Und so fort. Aber ganz ehrlich, Frage an euch, wisst ihr überhaupt, wovon man da redet? Das sind Begriffe, zumindest für mich, die also kaum erklärbar sind. Geschweige davon, dass man weiß, wovon man spricht und weiß, ob man da gut investiert hat oder auch nicht. Sämtliche Anleihen, Aktien haben natürlich das in sich, dass die Kurse immer schwanken. Das heißt, manchmal seid ihr oben, habt ihr was gewonnen, manchmal aber seid ihr unten, da habt ihr was verloren. Und da liegt ja das Problem. Ja, das heißt, man weiß ja nie, wo man zurzeit sich aufhält. So, andere zum Beispiel wollen die 10.000 Euro in Gold bzw. Silber investieren, also Edelmetalle. Okay, ist natürlich auch eine Alternative. Also zurzeit, denke ich mir, liegt es die Unze ungefähr bei 40 Euro. Also ist relativ viel Geld, also Gold ist teuer heutzutage. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie sieht es in einem Jahr, zwei oder drei Jahren aus? Steigt der Preis oder haben wir gerade eine Krise und es fällt runter? Das heißt logischerweise, es ist eine Investition, aber da würde ich sicherlich keine 10.000 Euro investieren, sondern vielleicht etwas kleinere Beträge, wo man praktisch kaum was verlieren kann. So bin ich ja der Meinung. So, diejenigen, die mich kennen, wissen sicherlich, dass als dritte Alternative sehe ich einfach Baugrundstücke zu erwerben. Ja, aber man fragt sich, Pitt, ist klar, aber was soll ich mit 10.000 Euro mit einem Grundstück? Es gibt solche Grundstücke nicht. Ja, und da ist ja das Problem. Also wenn man natürlich sich
viele Videos hier anschaut, da spricht man bei diesen Beträgen kaum von Immobilien oder gar nicht, logischerweise. Aber wie soll es gehen? Ja, es ist ja ganz einfach. Es gibt Immobilien für 10.000 Euro. Das heißt, ihr habt 10.000 Euro, nehmen wir jetzt ganz konkretes Beispiel, okay? So, also du, nehmen wir dich, sag ich mal, Frank, du hast jetzt 10.000 Euro und weißt, sag ich mal, nicht, wohin damit. Sicher soll es sein und auf jeden Fall langfristig gut angelegtes Geld. Was machen wir denn da? Okay, also 10.000 Euro sollen wir haben, plus ungefähr 5% Nebenkosten, die man dazu rechnen sollte, für Notar und Gebühren, andere Gebühren, Notar- und Gerichtskosten, so nennt sich das. Wie soll es funktionieren? Also es gibt in Paraguay, in Südamerika, Baugrundstücke für 10.000 Euro. Das heißt, ihr erwirbt ein Baugrundstück von, sage ich mal, 360 Quadratmeter für eine Doppelhaushälfte oder auch für ein freistehendes Haus. Ihr geht zum Notar. Dazu braucht ihr gar nicht mal hierher zu kommen, sondern das Grundstück kann auf jeden Fall von hier aus, also von Paraguay aus, gekauft werden in eurem Namen. So einfach funktioniert. Was braucht man dazu? Erstens, ihr braucht natürlich das Geld, also die 10.000 Euro plus Nebenkosten. Zweitens, ihr braucht einen gültigen Reisepass und eine Fotokopie davon. Und drittens, man schließt einen Notarvertrag ab. Ist ähnlich wie in Deutschland oder grundsätzlich in Westeuropa. Ihr erwirbt das Grundstück, die Vorteile, ihr habt das Grundstück auf euer Namen. Also ist euer Eigentum, wenn das Grundstück umgeschrieben wird, was ungefähr 3 Monate dauern kann, aber es hat nichts zu sagen. Die zweite Sache, das Grundstück ist vorhanden. Das heißt also, ihr könnt das Grundstück jeden Tag praktisch sicher angucken. Der ist da, der ist physisch, ist er da. Also sind weder Aktien, die steigen oder fallen. Nein, ihr habt das Grundstück, was euch gehört. Und das ist das, wovon viele natürlich sprechen und wovon viele auch träumen und sagen, endlich habe ich ja in Immobilien investiert. Aber keine Fonds, sondern euer Grundstück. Und zwar ganz alleine. Klar, könnt ihr zu zweit kaufen, jeder nimmt 5.000 Euro, das ist auch kein Problem. Würde ich aber nicht machen, weil die Verantwortung einfach bei dir liegen sollte und nicht bei 2, 3, 4 Personen, weil da habt ihr nur Probleme. Also macht das lieber nicht, spart die 10.000, investiert gutes Geld und ihr habt gute Rendite. Ihr könnt nach 1 Jahr, 2 Jahren, 5 Jahren oder 10 Jahren das Grundstück auf jeden Fall verkaufen. Es handelt sich um städtische Grundstücke, also im Prinzip, die sich bereits in eine Stadt befindet. Von daher ist es Bauland. Wir können damit nichts Verkehrtes machen, gutes Geld anlegen. Wirklich wichtig, dass die 10.000 vorhanden sind. Und macht nicht den Fehler, ihr spart was zusammen und dann habe ich ja nicht, da ist ein bisschen eng geworden. Nein, 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 es ist eine langfristige Investition. Also bitte nicht den Fehler machen, und was zusammensparen und sage, nach 1 Jahr werde ich 20.000 haben. Nein, nein und nein. Das funktioniert nicht. Also die Leute braucht man nicht. Man braucht Leute, die vernünftig denken und auch vernünftig investieren. Wir sind hier 16 Jahre. 16 Jahre Paraguay-Erfahrung. Daher wissen wir oder weiß ich, wovon ich spreche. Also Investition bringt immer, immer Vorteile. Immer Vorteile. Vorausgesetzt, ihr braucht natürlich die 10.000 Euro nicht direkt. Das heißt, das sollt ihr auf jeden Fall nicht machen. Sichere Investitionen, Baugrundstücke erwerben, das, was wir bzw. ich persönlich schon seit Jahren mache und habe immer Vorteile. Es ist was, was ich anfassen kann, ich kann es mir immer anschauen, ich bin nicht abhängig von anderen Leuten und das Grundstück ist auf meinem Namen. Also was brauche ich doch mehr?
ich habe ein Eigentum, ich habe meine eigene Immobilie. Und in diesem Sinne, falls ihr Fragen habt, konkrete Fragen, hier links werde ich euch natürlich unsere Kontakte, meine Kontaktdaten durchgeben. Ich bin auch auf Facebook, gebe ich sämtliche Daten durch, sowohl Telefonnummer als auch E-Mail-Adresse, wo ihr gerne Fragen stellen könnt und einfach mal die richtige Entscheidung treffen. Okay? Likes nach oben, den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Wichtig, sehr wichtig, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns sicherlich im oder beim nächsten Video und vielleicht auch persönlich in Paraguay. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, gar kein Problem, könnt ihr auch hierher kommen und sich angucken und auch investieren und die Investition tätigen direkt vor Ort. Wenn nicht, einfach aus der Ferne, aus Deutschland aus, funktioniert auch hervorragend. Die Wahl liegt bei euch. In diesem Sinne, bei dem schönen Wetter, verabschiede mich, sage Tschüss, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Video. Okay, bis dann, mach's gut.